du spürst es vielleicht sogar hier durch die Kamera durch. Ich bin gerade voller Glücksgefühle und mein Hypothalamus hüpft vor Freude. Es ist sowas von spannend. Ein Morgen, wie man sich das kaum vorstellen kann, was heute alles schon passiert ist. Zunächst alles wurde auf den Kopf gestellt. Mein Kunde hat mich gerufen, gesagt, hey, wir eskalieren, bitte komm ins Online-Meeting. Ich habe mit anderen vereinbart, hey, geht nicht, bitte andere Termine. Alles hat sich wirklich total einfach verschieben lassen. Und dann haben wir eine Transformation erlebt, keinesgleichen. Über Wochen Konflikte, Blockaden, was sich aufgestaut hat, konnte heute nicht mehr weggeguckt worden. Es war heute einfach der Tag. Es war einfach da. Ich bin immer noch so, wow. Und was ich mitgeben möchte, Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Gerade in der jetzigen Zeit, die Menschen sind so einsam im Homeoffice und es stauen sich Sachen auf. Jede E-Mail, wo man liest, ist nur das, was man denkt. Man hört nichts, man fühlt nur seine eigenen Gedanken und dann werden Blockaden, Sachen, wo man sich dagegen aufwendet, alles wird irgendwie aufgewühlt und staut sich gegeneinander an. Und es lohnt sich, wirklich, es lohnt sich, den anderen wertzuschätzen. Für das, was er ist, für das, was er tut, zu spüren. Und ich wollte einfach für einen Moment euch ermutigen, dass wenn was ist, wo du glaubst, es ist der schlimmste Konflikt oder die schlimmste Blockade oder es geht nicht vorwärts, tauch ein. Tauch wirklich wahrhaftig rein und das größte Glücksmomentum ist direkt dahinter. Wirklich. In dem Moment, wenn man es annimmt und durchgeht, es ist in diesem Sinne, ich wünsche dir einen super Tag. Danke, ciao.